heute im Tier- und Spielpark in Bichlbach. Da kreucht und fleucht so einiges Groß- und Kleingetier um mich herum. Maria, die Zoobesitzerin, die wird uns heute eine kleine Führung durch den Zoo machen. Alles geht sich wahrscheinlich nicht ganz aus. Maria, wen hast denn du da auf dem Schoß sitzen? Das ist der Pinky, unsere Wachente. Und die wird uns heute ein Stückchen durch den Zoo begleiten. Was sind das für Viecher hinter uns? Das ist Darmwild. Da haben wir Weißes und Braunes. Die haben Nachwuchs heuer gekriegt. Der Pinky, glaube ich, hat gerade zum Aufruf gerufen. Der will, glaube ich, weiter. Was schauen wir uns als nächstes an? Wir bleiben gleich bei Weiß und schauen zu den weißen Kängurus. Mir fällt auf, dass ziemlich viele weiße Viecher im Zoo sind. Hat das einen bestimmten Grund? Die sind ziemlich selten eher. Ja, etwas Besonderes. Warum sind da so viele Brennnessel? Das ist eigentlich eine super Deckung für die Tiere. Und zudem ist es die beste Heilpflanze. Die tun wir auch mähen und trocknen. Das ist ein super Hausmittel. Was schaut man uns jetzt an? Jetzt kommen wir zu einem weiteren Highlight. Das ist, denke ich, der Seniorchef zu den weißen Schwänen. Und wieder geht es mit Weiß weiter, ein weißer Schwan, aber was hat es mit dem auf sich? Ja, die haben wir vor einem Jahr vom Grundlsee gekriegt. Die sind schwul, das sind zwei Hähne. Und die haben ein Nestkit und haben einen Plastikbecher ausbrüten wollen. Und wenn sie brütig sind, dann sind sie dermaßen aggressiv, dann wollte man sie wegtun und die haben ein Asyl gewährt. Mir ist wurscht, wie Leid und Viecher glücklich wären, hauptsächlich glücklich. Ich sehe gerade, Hopfen und Malz, Gott erhalts. Gibt es Biertrinker auch im Zoo? Zweibeinige bestimmt. nein, das ist ein Schattenspender für die Waschbären. Das ist wichtig bei so einem heißen Tag wie heute, dass jedes Viech auf einen Schattenplatz hat. Nachher bleibt das Bier in dir, Didi. Ein ganz heißer Tag wird da nicht mehr viel los sein. Wohl, das mag ich so gerne. Alternative zum Schwimmen, dass sie da auch ein bisschen rumplanschen können bei den Zwergeln. Können sie das Wasser stauen. Wird gut angenommen. Was sind das jetzt für Pferde? Das sind zwei amerikanische Mini-Pferde. Das ist die Jill und das ist der Jack. Jetzt haben wir ein gemütliches Plätzchen gefunden zum Hohgarten. Gibt es im Zoo auch was zum Essen und zum Trinken? Also Gastronomie haben wir keine, aber wir haben viele Sitzgelegenheiten, wo man Picknick machen kann. Oder auch beim Grillplatz einfach alles mitnehmen, kann man feine Zeit verweilen. Wie viel Zeit sollte man sich nehmen oder mitbringen, dass man den Tierpark richtig genießen kann? Bei uns gilt der Eintritt den ganzen Tag. Und ich würde schon empfehlen, dass man sich einige Stunden Zeit nimmt, weil man doch die Kinder sind beschäftigt. Beim Klettern, beim Wasserspielen, im Gletscherbach, mit dem Auto rumfahren, die Tiere beobachten. Wie lange ist der Tierpark geöffnet? Wir haben täglich von 10 bis 18 Uhr offen, 7 Tage die Woche. Und im Herbst, die haben wir dann meistens die Woche nach Allerheiligen, Anfang November, sparen wir dann zu. Das sind unsere Ziegenzwillinge, die Elsa und die Anna.
Die Schneeeulen, die haben eine ganz besondere Patin. Ja, wenn Sie überlegen, eben Schneeeule, Winter, Bichelbach, die Niki Hosp ist es. Und die unterstützen uns da und da sind wir auch sehr dankbar. Da haben wir auch dann ein bisschen einen Promi-Status bei uns. Ich habe schon gesehen, langweilig wäre und heute. Danke für die Führung, danke Pinky, danke Maria. Nein. Was tut jetzt heute halt noch? Ich würde sagen, Pinky hat sich jetzt ein erfrischendes Bad verdient und wir freuen uns immer auf Besuch von Ihnen.